Hallo und willkommen zurück hier zu Stranded Deep bei mir auf dem Kanal mit einer weiteren Episode. Ja, und ich nutze hier gerade den Sonnenaufgang, um ein bisschen Holz zu sammeln. Wie ihr seht, hier schon reichlich dabei, denn ich will heute mich hier mal ein wenig am Basisbau versuchen und dementsprechend, ja, hier ein bisschen weitermachen und gucken, wie das Ganze so funktioniert. Dafür brauchen wir auf jeden Fall den Hammer und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Ich versuche jetzt auch hier wieder darauf zu achten, dass ich jede Materialien und jedes Teil hier irgendwie zumindest ein, zwei Mal verbrauche bzw. benutze und schaue einfach, wie das dann so klappt. Ich denke, wir machen jetzt hier einfach mal mit den Wänden weiter an der Stelle und hauen hier fleißig drauf und gucken dann mal, wie das aussieht. Wie immer, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und dann schreibt mir fleißig in die Kommentare, was so die Tricks sind beim Basisbau und wie man hier am besten vorgeht. Das wird jetzt hier vermutlich mal eher so meine experimentelle Basis, bevor ich dann vielleicht irgendwann mal auch noch hier ein kleines Bumblebee-Baut-Video mache. Aber heute jetzt erstmal ein bisschen ausprobieren. So, ich denke mal, hier machen wir jetzt einfach eine Tür rein. Da haben wir auch schon die Wellblechtür. Das kann ich mir dann versuchen zu merken, dass wir hier auf jeden Fall jede Tür auch einmal verbaut haben. Denn ich brauche, denke ich mal, für die Trophäe, dass wir hier alle Teile verbauen, wirklich alles einmal im Spiel. Ich weiß nicht, ob man es bauen kann und gleich wieder einreißen, vermutlich schon. Aber ich probiere es einfach mal, dass wir das hier alles schön einmal verbauen. So, damit ist unser Wellblech-Torbogen auch fertig. Ich weiß gar nicht, ob man das immer fertig bauen muss oder ob das, ich meine, das steht ja auch schon vorher so ein bisschen. Aber ich denke mal, so ist das gedacht. So, und jetzt überlege ich, oh hier, da ist das Wildschwein wieder. Ich hoffe, der will mir jetzt nichts Böses. Bin, wie gesagt, nicht besonders schnell unterwegs aufgrund der Tatsache, dass ich seit Tagen nicht geschlafen habe. Denn ich will hier 10 Tage ohne Schlaf auskommen. Und das Spiel lässt mich leider nicht auf dem Wasser schlafen, hier auf der Konsole. Und von daher muss ich das auf diese Art und Weise machen. Und das führt dazu, dass wir uns hier nicht besonders schnell bewegen können. Aber gut. Ich hoffe, es kommt jetzt einfach nicht an. Halt, ich wollte nochmal so ein Teil. Die Fundamente baue ich jetzt alle aus Holz, also aus Stöcken, weil das ist einfach das Billigste. Und ich habe jetzt hier auf der Insel nicht unendlich Ressourcen, muss ich sagen. Von daher werde ich das jetzt mal hier so handhaben. Zack. Und dann noch eins. Und dann... Oh, jetzt ist mein Hammer kaputt gegangen. Okay. Jetzt passt mal auf. Jetzt versuche ich hier mal den Kollegen vielleicht doch schon mal aus dem Weg zu schaffen. Zweimal. Ich hoffe, der kann mich hier oben nicht attackieren. Wo ist er denn hin? Wo ist er hin? Ist er jetzt unter meinem Haus? Oh, da ist er. Zack, okay. Hier liegt noch ein Speer, habe ich gerade gesehen. So, dann gehe ich wieder in meine Festung, bevor der zurückkommt. Weil ich habe echt wenig Gesundheit. Wenn der mich attackiert, habe ich ein Problem. So, und jetzt ein gezielter Wurf, etwas üben. Oh, der hat gesessen, okay. So, jetzt habe ich nur noch meinen verstärkten Speer. Jetzt komm her. Ich hoffe, dass das dann reicht, um das auszuschalten, das Schwein. Komm, ich riskiere es jetzt einfach mal. Okay. Ja, alles klar. So, da haben wir das auch wieder erledigt. Jetzt will ich nur meinen Speer wieder haben. Vor allem meinen verbesserten, bitte. Einmal. Na, da ist auch nochmal irgendwo einer. Gib ihn mir. Da ist er. Okay, so, jetzt haben wir... Ja, da habe ich alle wieder. Perfekt. Dann rüste ich meinen Verfeinerten wieder aus. Und dann sind wir wieder ready. Den einen, den ich jetzt über habe, den schmeiße ich da jetzt einfach ins Schwein rein, damit wir den nicht verlieren. Und uns aber nochmal einen Inventarplatz frei halten. Und dann brauche ich einen Hammer. Denn wir haben gerade unseren Hammer aufgebraucht und der kostet Seil und 2 Steine. Das sollte ich haben. Ein Seil und
Steine. Ja, einmal, zweimal. Und dann haben wir schon wieder einen brandneuen Hammer. Also ich sehe schon, Bauprojekte kosten richtig, richtig viel Hämmer. Hämmer? Hammer. Naja. weil ich glaube, der war doch relativ neu, den ich da dabei hatte. Aber gut, man haut hier natürlich auch ziemlich viel drauf rum. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die so schnell kaputt gehen, um ehrlich zu sein. Na gut. So. Dann haben wir das hier. Dann würde ich sagen, sieht das doch schon mal ziemlich cool aus. Wir haben eine Treppe. Jetzt baue ich hier vielleicht noch aus Brettern nochmal so ein halbhohes Ding. Wie viele Bretter brauche ich denn dafür? Wände. Hier. Eins. Okay, das habe ich dabei. Zack. Und dann so, dass man hier sozusagen schön rausschauen kann. Und dann versuche ich irgendwie hier einen Boden drauf zu bekommen oder ein Dach sozusagen, dass wir dann auch schon ein wenig Schatten hier an der Stelle haben. So, das passt. Sehr schön. Zack. So, damit ist es fertig. Und jetzt hier eben den Dinger drauf. Dann brauche ich da wahrscheinlich noch eine Wand. Eine Holzwand habe ich ja noch nicht gebaut, das heißt, ich kann daraus zwei nehmen hier. Und dann benutzen wir hier wirklich, systematisch bauen wir hier alle Dinge, die wir noch nicht haben, einmal an unser Haus dran. Das wird natürlich jetzt hier wirklich die Villa Kunterbunt aus verschiedensten Materialien, aber das soll mich jetzt nicht weiter stören, behaupte ich. Hauptsache, es erfüllt dann später seinen Zweck. Oh, Level up physisch. Okay, cool. Ich habe meine Level, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht im Blick gehalten. Aber ich glaube, ich müsste jetzt demnächst auch schon tatsächlich alles aufgelevelt haben, oder? Ah ja, guck mal. Bisschen kochen, bisschen jagen. Und dann habe ich schon... Oh, ich brauche wieder Sonnenschutz. Jeden Tag aufs Neue der Sonnenschutz. Es wird Zeit, dass ich jetzt hier... mein Haus fertig bekommen, dass ich mich da ein wenig in den Schatten stellen kann. Nicht mich selbst in den Schatten, aber natürlich zumindest meinen Körper. So. Zack. Einmal. Und dann hauen wir die Flasche da wieder rein. Ich brauche jetzt wieder ein bisschen mehr Aloe Vera. Ich hoffe, meine Beete wachsen gut da hinten. Oh, guck mal, das sieht schon aus wie ein Haus hier. Haha. Okay, cool. Und jetzt, was habe ich noch an den Materialien? Ich habe noch ein bisschen Holz, das heißt, ich sollte eigentlich in der Lage sein, jetzt hier, kann man jetzt hier so einen Boden, okay. Das ging ja im Steg, konnte ich das nicht, aber das ist dann quasi wirklich ein zweites Stockwerk soll das dann werden. Und ich hoffe, dass das jetzt mir hier so ein bisschen Schatten bereitet tatsächlich. Zack. Und dann hier auch nochmal einen. Da brauche ich jetzt allerdings nochmal Holz und zwar zwei Stück. Okay, cool. Das finde ich jetzt richtig nice. Ich glaube, ich fälle jetzt hier mal... Ja, vielleicht die da? Ne, ich fälle gleich den großen hier. Echt wenig, wenig Palmen hier. Also riesig kann dieses Haus nicht mehr werden. Ansonsten muss ich nämlich demnächst hier auf anderen Inseln nach Stöcken suchen. Ich habe aber, glaube ich, noch ein paar in den... Kisten hinter mir. Da müssten noch ein paar drin sein, tatsächlich. Aus denen ich dann noch mal ein bisschen was bauen kann. Aber jetzt gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Zack. Okay. Und das sollte noch mal vier Stöcke geben. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Immer noch vegetarisch unterwegs, deswegen lasse ich mal das Fleisch da liegen. Okay, und wie machen wir jetzt hier weiter? Dann gehen wir vielleicht hier jetzt wieder mit dem... Nee, das war ein Fundament. Boden. Zack. Okay. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich jetzt hier quasi schon im Schatten stehe. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen drauf. Zack. Okay. Und was sagt... Oh, nice. Okay, alles klar. Das ist richtig. Ach so, das kann jetzt natürlich auch wegen meiner Sonnencreme sein. Das weiß ich. Habe ich nie darauf geachtet, ob das auch anzeigt, wenn man Sonnenschutz drauf hat. Aber gut.
So, das sieht doch erstmal nicht schlecht aus. Und jetzt hätte ich fast gesagt, machen wir hier noch eine Wand dran. Und zwar eine aus Holz. Die haben wir noch nicht, die ganze. Haben wir nur die halbe gemacht bis jetzt. Zack. Okay. Es geht voran, es geht voran. So. Jetzt ist ja die Frage, komme ich da hoch? Pass mal auf, wenn ich jetzt hier eine Treppe brauche, ich ein Seil. Okay. Treppe. Und Dächer hat es auch noch. Okay, wow, alles klar. Also dann nochmal los. Mehr. Wie viele Bretter habe ich denn hier eigentlich noch? 1, 2. Vielleicht baue ich da auch noch was draus. Und dann holen wir uns hier nochmal ein wenig Baum oder Stöcke. Ich bin jetzt echt gespannt, wie das klappt hier. Mein erstes Bauprojekt in klein. Aber es wäre cool, wenn ich da jetzt schon mal so ein kleines, schattiges Plätzchen habe, sage ich mal. So, ich trenne mal den Büschel hier von dem Stamm. Und dann machen wir hier auch nochmal etwas Stöcke draus. Zack. Okay. So, und wenn ich jetzt hier... wie mache ich das jetzt? Am besten nochmal... nee, das ist wieder ein Fundament. Ich will einen Boden. Kann ich nochmal... Boden aus Brettern habe ich schon gebaut. Das mache ich also nicht nochmal. Das habe ich schon. Und jetzt gucken wir mal, wie das hier aussieht. Wenn ich jetzt hier auch einen Boden drauf mache. Genau so. Zack. Kann ich dann... oh, jetzt habe ich schon wieder meinen Hammer kaputt gemacht. Gibt's ja nicht. Okay. Also, dann holen wir... Aua. Oh Gott. Das war nur so eine kleine. Ich habe gerade gedacht, was greift denn jetzt an? So, jetzt brauche ich einen Hammer. Da brauche ich 2 Seile, weil ich will ja auch die Treppe bauen. Und 2 Steine. Dann sollte ich eigentlich einen Hammer bauen können. Zack, da ist er wieder. Oh, guckt mal, das sieht schon aus wie ein Haus. Das sieht schon aus wie ein Haus. Zumindest in Ansätzen. Und wenn ich jetzt hier eine Treppe bauen will, wie sieht das dann aus? Okay, man kann da eine ranbauen. Oh, okay. Ah, und die, also ich könnte die dann quasi da weiter verlängern. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Da hätte ich dann Aufgang ins zweite Stockwerk sozusagen. Ich weiß zwar nicht, ob ich das brauche, aber was man hat, hat man, ne? Zack. Und hier könnte ich dann ein Dach bauen. So wäre ja die Idee, oder? Dass man dann hier die ganzen Dachteile, die man noch so hat, verbaut. Weil ich muss schließlich, lasst mich mal gucken, so viel Dachteile bauen. Also das muss ja irgendwie dann da drauf passen. Jetzt gucke ich mal. So ein Eckstück hier nehmen. Oh, brauche ich wieder Stöcke. Meine Herren, das verbraucht vielleicht Holz. Meine Herren, ey. Ja, aber das sieht doch cool aus. Jetzt passt mal auf. Jetzt nehme ich hier mal meinen Stoff mit. Ich habe nämlich auch Stoffwände hier. Hier, genau, eine Plane. Zack. Ah, okay, das hängt dann nur so. Oh ja, warum nicht? Machen wir hier noch eine hin. Zack. Und dann wirkt das doch hier schon fast heimisch. Genau, hier raus, schön entspannt. Hier haben wir unsere Aussicht raus aufs Floß. Und hier kommt man rauf die Treppe. Okay, man kommt hier sogar vorbei, das ist gut. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so schön, dass man hier das hier so zugemacht hat. Ja, auf der anderen Seite. Ja, brauche ich eigentlich auch nicht, ne? Okay, und hier muss man jetzt entweder nochmal Wände bauen. Oder man kann das Dach direkt hier so schräg drauf machen. Das weiß ich jetzt allerdings nicht. Das probiere ich jetzt mal aus. Huhuhu, ich bin gespannt. Ich gucke mal ganz kurz nach meinen Pflanzen. Nehme dafür mal mein Wasser mit. Oh, das wächst hier schon fleißig. Guck mal. Okay, jetzt pass mal auf. Ich wässer das wieder auf halb.
alles schön wässern, dass das hier auch schön weiter wächst. Oh, ich habe schon kein Wasser mehr. Ist das jetzt hier schon ausgewachsen? Nee, ne? Nee, nee. Ja, aber es tut sich was, es tut sich was. Ich trinke erstmal ein bisschen was selber. Dann nehme ich meine Flasche und fülle die auch wieder auf. Zack, ich bin versorgt, genau. So, ich versuche das immer auf halb hier zu halten, dass das hier nicht austrocknet. Deswegen machen wir das jetzt so. Und hier auch. Ah, es wächst schön. Guck mal, wir haben einen richtigen Garten jetzt hier. Gefällt mir gut. Oh, meine Aloe Vera. Yes. So, dann fülle ich hier nochmal dreimal auf. Einmal, zweimal, dreimal. Sehr schön. Gucken wir, dass wir hier direkt wieder Material nachschieben, würde ich sagen. Ich habe doch jetzt hier so viele Palmen gefällt, dass hier eigentlich diese ganzen Blätter rumliegen sollten. So, einmal. Dann kann man das hier schön wieder auffüllen. Ah, der hat schon einiges. Oh, okay, ich hatte das offensichtlich schon. Dann lasse ich das hier einfach fallen. Trink hier noch einmal. Sehr schön. Und vielleicht kann ich auch meine Flasche direkt wieder ein bisschen auffüllen. Ich habe ja da drüben auch nochmal einen zusätzlichen Destillator. Wie sieht der aus? Der sieht sehr gut aus. Einmal, zweimal, dann ist der voll. Und ich trinke auch nochmal. Und dann haben wir alles schön aufgefüllt hier. Perfekt. Gut, das ist das. Und dann wollte ich gucken, ich habe hier nämlich noch einmal, zweimal, dreimal ein wenig Holz. Das nehmen wir jetzt direkt mit. Lassen das hier mal fallen. Mal, zweimal, dreimal und dann kommt die Axt raus und es dämmert schon wieder. Ey, so schnell geht ein Tag hier rum. Aber das ist gut, weil dann habe ich bald meine 10 Tage auf der Insel, vor allem auch meine 10 vegetarischen Tage hoffentlich und die 10 Tage, in denen ich nicht geschlafen habe. Also ich hoffe, dass hier bald ein paar Trophäen für mich droppen dann am Ende. Aber jetzt müssen wir erstmal damit leben, würde ich sagen. So, jetzt können wir uns überlegen. Ich wollte schauen, ob jetzt hier schon ein Dach drauf passt. Dafür brauche ich wieder meinen Hammer. Und dann das Dach. Mittelstück. Okay. Oh, okay, also das könnte ich... Ah, ja, verstehe. Das könnte man sich überlegen, ob ich das jetzt so zwei Stück drauf baue und dann könnte ich hier... okay, also das ist jetzt interessant. Das funktioniert. Eckstück. Eckstück würde auch tatsächlich schon drauf passen. Was ist da jetzt sinnvoller, ist die Frage. Ich mache mal hier ein Eckstück drauf, glaube ich. Zack. So schon mal ein bisschen drauf. Ah, ich glaube, ich war... Ja, ich verstehe. Ich verstehe es, glaube ich. Und dann könnte ich das hier noch erweitern. Dann könnte ich hier so ein Mittelstück drauf bauen. Hier wieder ein Eckstück. Und so ergibt es dann irgendwann mal ein ganzes Dach. Da muss ich die Fläche von dem Haus aber groß genug machen, sodass ich dann auch wirklich jedes Teil einmal benutzen kann. Ja, okay. Ich glaube, ich verstehe es. Ja, okay. Dann würde ich sagen, bauen wir jetzt hier der Vollständigkeit halber nochmal einen Boden. Ich muss auch irgendwann mal diese Keilstücke noch bauen. Wir haben einen Wellblechboden, brauchen wir noch. Boah, das braucht noch so viel Wellblech, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich noch so viel finden kann. Eieieiei. Oder ich muss es wirklich nach dem Motto, ich baue es und reiße es wieder ab. Aber den da unten lasse ich jetzt stehen, glaube ich. Ja, müssen wir auf jeden Fall noch einiges finden. Aber ich baue jetzt hier einfach Holzbrettboden, haben wir schon. Ziegel haben wir leider noch gar keine. Mache ich hier nochmal einfach hier so einen Boden rein, zack. Okay. So sieht das doch gar nicht schlecht aus. Zack. Ja, das wird. Hier könnte jetzt nochmal ein Eckstück ran oder ich erweitere das eben nochmal. Das ist die große Frage. Es wird schon wieder finster. Ich kann jetzt, wie gesagt, leider nicht schlafen, um hier die Nacht zu überspringen, denn ich muss wach bleiben. Hier könnte ich mein Haus dann noch erweitern.
Das heißt, das lasse ich auf jeden Fall erstmal noch offen hier. Und dann könnte ich da ein Mittelstück und ein Eckstück drauf bauen. Wie viel Holz habe ich noch? Ja, okay, also ein Eckstück könnte schon mal hinpassen. Moment, was kostet denn das? Keilstück. Also ich brauche noch zwei Holz. Dann habe ich beide Dächer. Zwei Holz werde ich jetzt hier wohl noch finden. Vielleicht sogar noch so einen kleinen Baum. Irgendwo. Nee. Oh, wisst ihr was? Wenn ich jetzt hier gerade schon unterwegs bin. Ich gucke jetzt mal, hier ist noch ein kleiner Baum. Ob ich nicht hier diesen Container mal auseinanderbaue. Das sind meine zwei Stück Holz. Ich nehme jetzt mal die Taschenlampe, dann seht ihr vielleicht auch wieder ein bisschen was. Und dann gehen wir mal, ich glaube, ich habe hier hoffentlich alle Gefahren erledigt. Gehen wir mal los und gucken, ob ich nicht jetzt diesen Container da hinten auseinanderbaue. Ich denke, das ist doch jetzt mal eine Maßnahme hier. Dafür nehme ich wieder die Axt. Ah, okay, so leicht geht das. Ich dachte, das wäre mega schwierig. Aber ich krieg's nicht raus. Okay. Zack. Moment mal, jetzt kann ich ja vielleicht hier auch euren Trick benutzen. Und zwar Containerwand ist das ja dann, oder? Das kann man aus einem Container bauen. Und das kann man noch aus einem Container bauen. Und eine Containertür. Okay, das sind die einzigen beiden Dinge, die ich bauen kann. Ja, das sind die einzigen beiden. Man kann daraus keine Fundamente oder sowas basteln. Okay, nur Wand und Tür. Ich hätte das jetzt ja hier gern einfach mitgenommen. Aber das lässt er hier nicht mit sich machen, wie es aussieht. Oder? Ja. Nimm mit. Ja, doch, jetzt habe ich ihn, oder? Nee. Jetzt habe ich ihn. Okay, sehr schön. Cool. Das nehme ich jetzt mit zu meiner Hütte. Aber ich merke gerade, deswegen wollte ich jetzt den Trick nicht benutzen, dass ich es gleich quasi umwandle in etwas zu bauen. Weil ich habe nur für Wand und Tür habe ich aktuell keine Funktion. Weil ich muss ja mein Haus, glaube ich, noch etwas erweitern. Von daher kann ich damit jetzt gerade nichts anfangen, sondern ich lagere das jetzt hier erstmal nur. Einmal, zack. Weil ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das hier erweitere. Ich muss jetzt erstmal eher hier meine zwei Dächer oben drauf basteln. Und dann muss ich nämlich schauen, was ich noch an Utensilien benötige, um hier wirklich alle Dächer gewährleisten zu können, sage ich mal. Was ist denn ein Keilstück? Das funktioniert, glaube ich, nur auf diesem spitzen Ding. Das muss ich dann also unbedingt auch noch bauen. Baue ich nochmal ein Eckstück. Das war so. Dann haben wir hier schon mal unser Dach vorne raus. Das ist doch schon mal gut. Jetzt habe ich natürlich zwei Eckstücke. Ich weiß, ich hätte das eigentlich aus Lehm bauen sollen, aber Lehm habe ich leider noch kein. Muss ich suchen gehen. Also machen wir das jetzt so. Und auf der anderen Seite wird dann Lehm gebaut. Und dann mache ich hier das Mittelstück so drauf, oder? Und hier geht es dann nach links weiter einfach. So habe ich mir das gedacht. Zack. Okay. Das ist nicht die größte Hütte, aber es ist auf jeden Fall doch schon mal was. Hier geht's runter. Hier könnte man noch eine kleine Treppe hinbauen. Habe ich jetzt leider keine... Oh, wisst ihr was? Ich brauche ja eine Brettertreppe noch, ne? Was kostet das denn? Drei Bretter. Das baue ich jetzt noch. Haha. Dann habe ich das auch gleich nämlich erledigt. Dafür hole ich mir, ich glaube, hier habe ich noch so ein Ding drin. Ja, habe ich noch reichlich drin. Easy, easy. Baue ich mir hier, ach, das sieht doch schon gar nicht schlecht aus, muss ich sagen. Baue ich mir noch ein Brett. Und dann kann ich nämlich hier, so rum. Ja, perfekt. Genau so. Kann ich hier noch meine Treppe hinbauen. Ich hoffe, mein Hammer macht es jetzt noch so lang. Sonst ist das super ärgerlich. Das will ich jetzt nämlich hier zum Abschluss noch schaffen. Boah, Alter, haut der da oft drauf. Meine Herren, ey. Das
bei Brettern braucht er, glaube ich, länger, ne, um es zu verarbeiten, als bei Stöcken an sich, habe ich das Gefühl. Okay, zack, das sollte passen. Und jetzt haben wir hier nämlich einen richtigen Aufgang. Cool. Da oben ist dann Platz in der Decke und von hier sieht das so aus. Hey, das ist doch schon fast ein richtiges Haus, Leute. Das ist doch richtig cool. Vielleicht mache ich diese Plane wieder weg und dann bauen wir hier einfach nach hinten weiter. Nochmal bis hierhin. Können dann hier den Rest aus Lehm vielleicht bauen, muss ich mal schauen. Oder zumindest aus den Materialien, die wir noch benötigen. Ein gescheites Dach drauf und fertig. Also, ich bin bis jetzt ganz zufrieden und ich denke, man kann jetzt hier wenn die Sonne draußen ist, auf jeden Fall schon sich gut in den Schatten stellen hier unten. Vielleicht lege ich mir hier mein Bett rein und dann ist das hier schon quasi ein richtiges Zuhause. Das gefällt mir gut. Ich freue mich auf den weiteren Bau hier dieses kleinen Hauses mit euch. Und ja, hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare eure Tipps zum Häuser bauen und was ihr da so macht und worauf ihr Wert legt, beziehungsweise was so die kleinen Kniffe sind, auf die ich hier vielleicht noch achten sollte. Ich baue jetzt aber einfach mal weiter und vielleicht gibt es irgendwann mal noch ein größeres Bauprojekt. Ich freue mich drauf. Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal und tschüss.